Herzlich willkommen zum Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Reitz. In dieser Folge zeige ich euch, was man mit dem Attribut font-decoration-break ungefähr anfangen kann. Ungefähr deshalb, weil ihr damit viel ausprobieren könnt und viel versuchen könnt. Es gibt eine ganze Menge Sachen, worauf sich dieses Attribut auswirkt. Aber das werde ich euch nicht alles zeigen können. Und vermutlich habe ich auch noch nicht alles entdeckt. So. Aber es gibt so einige schöne Sachen, die man damit gestalten kann. So, wir gehen gleich mal hier in unser HTML-Programm zurück. Ich habe erstmal die Outline hier von unserem Paragraphen, die habe ich ganz zurückgesetzt auf ein Pixel, also wieder ganz schlicht gemacht. Und das nächste, was ich machen möchte, ist, dass ich hier eine Überschrift einfüge und die Überschrift nenne ich: Dies ist eine unglaublich lange Überschrift. Ich schließe die Überschrift und ja, so, das war das erste, was ich machen möchte. Als zweites gehe ich hier oben in das Style hinein, hier, dort, und dort hole ich mir ein Bild. So, jetzt habe ich dummerweise schon etwas definiert. So, ich zeige es euch nochmal, ich lösche das nochmal. So, und zwar h1.bild und dann hole ich mir ein Background Image. Image, also ein Hintergrundbild. Das mache ich mit URL. Damit gebe ich den Pfadnamen an. Und wenn ich das direkt in meiner Datei drin liegen habe, wo ich auch das HTML-Dokument drin habe, dann muss ich nicht das Ganze drumherum angeben, sondern HTML-Dokument und Bild liegen in dem gleichen Ordner und dann gebe ich einfach nur den Namen von der Datei an. Schließe das Ganze und setze hinten dran ein Semikolon. So, das Ganze muss ich jetzt aber auch noch, ich mache mal hier so ein bisschen mehr Lücke, damit ihr dann ein bisschen mehr, das optisch ein bisschen besser getrennt ist. Das Ganze muss ich jetzt aber auch noch meine Überschrift zuweisen. Class ist gleich Bild. Ich speichere das Ganze ab und wir schauen uns mal an, was passiert ist. So, und ihr seht, ich habe hier eine Überschrift und hinter der Überschrift liegt sozusagen immer wiederholt diese kleine Wolke und mehr eigentlich erstmal nicht. So, damit ich das jetzt so ein bisschen besser euch zeigen kann, werden wir als nächstes mal die Schriftgröße deutlich vergrößern und ich setze die Schriftgröße mal auf 72 Pixel. Und wenn wir uns das Ganze jetzt ansehen, dann seht ihr, dass der mir nicht nur die Wolken in einer Reihe setzt, sondern der setzt sie richtig so in Kachelform. So, das ist das Erste. Jetzt möchte ich aber sagen, ich möchte die in unterschiedlichen Zeilen drin haben. Und um uns das noch ein bisschen deutlicher zu machen, geben wir dem Ganzen jetzt noch einen Border, also einen Rahmen von 1 Pixel und Solid und Green. Und das machen wir jetzt. Und damit das nicht so ganz so alleine ist, geben wir dem jetzt auch noch eine Outline von 1 Pixel und Solid und Blue. So, dann kriegt man davon richtig Augenkrebs, weil da so viele Farben unsinnig draufgesetzt sind. Aber das macht ja nichts. Ne? So, die Outline ist gerade im Moment nicht zu sehen, weil die eben tatsächlich, es gibt keine Margin, also keinen Rahmen hier, und dann sieht man die Outline auch nicht. Ist ja nicht drauf gezeichnet. Wir sollten vielleicht noch mal eine Margin setzen. Margin von 10 Pixeln.
Jetzt sieht man es immer noch nicht. Ich weiß nicht wieso. Gut, dann geben wir dem Ganzen noch mal so ein bisschen mehr. 4. So, der zeichnet da drüber. Das ist ärgerlich. Das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Ich mache noch ein Offset rein, damit wir unsere grüne, grüne Linie sehen. Outline Offset von 3 Pixeln. So. Gut, und jetzt, naja, jetzt ist die grüne Linie wieder so dünn. Dann mache ich daraus auch mal 3 Pixel, damit man die überhaupt ein bisschen sieht. So, lange Rede, kurzer Sinn. So, das Erste, was ich machen möchte, ist, ich möchte jetzt nicht diesen Kasten da um die gesamte Überschrift haben. Das kann ich in bestimmten Fällen dann eben nicht gebrauchen. Und hier zeige ich euch einen Befehl, mit dem wir uns noch recht ausführlich beschäftigen werden, nämlich Display. Und der hat als Attribut, gebe ich dem jetzt Inline. Normalerweise sitzt der auf Block. Und dadurch gibt es dann so einen kompakten Block. Und Inline behandelt jetzt diesen Block, als seien das einzelne Zeilen, aber zusammenhängende Zeilen. Wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt. So, ich lade das neu. So, und jetzt seht ihr, der hat diesen Block insgesamt, hat der eben tatsächlich gespalten und tut jetzt so, als sei das hier eine Zeile. Das seht ihr auch daran, dass hier hinten keine Rahmenlinie drauf sitzt. Also dieser grüne Rahmen, den wir hier gesetzt haben, wird hier hinten nicht angezeigt und hier vorne auch nicht, aber am Ende wird er wieder angezeigt. Das ist das Erste, was der macht. Das Zweite, was ihr beachten müsst, ist, dass die blaue Linie, also diese Outline, die wird aber bei beiden gesetzt. Das heißt, es sind doch eben tatsächlich zwei verschiedene Blöcke, die aber sozusagen wie einer behandelt werden, nur eben nicht für die Grafik. Und die dritte Sache, die ihr beachten solltet, ist, wenn ihr im Hintergrund die Wolken euch anseht, die Wolke ist hier abgeschnitten am rechten Rand und beginnt gleich am linken Rand in der nächsten Zeile oder in der Folgezeile wieder. Das heißt, das Bild wird weitergezeichnet, bloß dann eben in der anderen Zeile. Nächste Sache, die ihr beachten solltet, wir hatten eine relativ breite Margin von 10 Bildschirmpixeln gesetzt. In der ersten Zeile wird die beachtet, in der zweiten Zeile nicht. So, was, wenn ich all das jetzt nicht gebrauchen kann? So, wenn ich sage, ich möchte die auf der gleichen Höhe haben, also diese Box, die muss auf der gleichen Höhe sein und so weiter und so fort. Also, und das Erste, was ich da machen kann, ist, dass ich jetzt hier mal diesen Befehl Box Decoration Break, das fiel mir jetzt gerade nicht ein, Box Decoration Break, und dann gebe ich ein Splice, das steht für Schneiden, speichere das Ganze ab und schaue mir das an. Und ihr seht, er macht mir eigentlich gar nichts. Das liegt daran, dass Splice sozusagen so, die Voreinstellung ist. So. Aber ich kann jetzt hingehen und kann sagen, ich ersetze das durch Clone, also durch Klonen. Und jetzt schaue ich mir mal an, was er macht. Und jetzt seht ihr, hat er die grüne Rahmenlinie bei beiden Kästen links und rechts gesetzt. Das ist das Erste, was sich verändert hat. Dann hat er den Rand, die Einrückung ist jetzt bei beiden Kästen gleich. Und das Dritte, was er gemacht hat, die Wolke beginnt hier im Hintergrund wieder von vorne. Das heißt, er behandelt die sozusagen wie zwei Klone von demselben Objekt. Und das Einzige, was sich jetzt verändert hat, ist eben der Vordergrund. So.
Jetzt hat er mir hier noch irgendwas anderes gemacht, von dem ich nicht weiß, was es soll. Also vorsichtig mit dieser Rahmenlinie auch. Irgendwas gelegentlich passieren dort komische Sachen mit. Ich habe noch nicht so ganz herausgefunden, was. Gut, so, jetzt habt ihr erstmal eine Ahnung davon, dass es diese Sachen auch gibt. Ich habe damit ein bisschen rumgespielt, habe eine ganze Menge entdeckt und da kann man tatsächlich Dekorationen mitmachen. Ganz zuverlässig ist es nicht. Wenn ihr es professionell einsetzen wollt, seid bitte vorsichtig damit. So, wenn ihr erstmal nur damit herumspielen wollt, dann ist es, denke ich, eine ganz schicke Sache. Aber es reagiert auf verschiedenen Browsern anders. Das könnte ich euch jetzt auch zeigen. Ich lasse es. Aber versucht es mal auf Google Chrome, versucht es mal auf Firefox und versucht es mal auf Internet Explorer und ihr werdet unterschiedliche Ergebnisse bekommen. So, teilweise, nicht immer. Ne? So, aber probiert es aus, weil es ist eben tatsächlich ganz nützlich für bestimmte Arten und Weisen, seine Sachen zu gestalten. Gut. Damit sind wir erstmal mit den Unsicherheiten zu Ende. Wir haben dieses Outline und diese Box Decoration Break haben wir uns angesehen. Jetzt kommen wieder handfestere Sachen, die in allen Browsern gleich funktionieren sollten, auch weil sie von dem W3-Konsortium festgelegt worden sind und alle sich dazu auch verpflichtet haben, das so umzusetzen. Und das zeige ich euch dann im nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.